Herzlich willkommen bei der Stadt Plochingen. Und hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau. Ich arbeite im Bereich Bürgerservice als Sachgebietsleitung und als Standesbeamtin. Die Arbeit als Standesbeamtin macht mir sehr viel Freude, denn ich mache Brautpaare glücklich und das macht mich glücklich. Ich bin hier zuständig im Alten Rathaus für die Bestuhlung, damit überhaupt geheiratet werden kann. Ich bin schon seit über 30 Jahren hier als Hausmeister bei der Stadt Plochingen und es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin Bürgerleiter hier in Plochingen. Wir sind 19 Mann, kümmern uns neben der Straßenreinigung um den Winterdienst, um 2.500 Bäume im Stadtgebiet, um die Grünflächen, um die Friedhöfe. Und mir macht an meinem Job Spaß, dass kein Tag so ist wie der andere. Ich bin die Sachgebietsleitung Gebäudemanagement und kümmere mich um die Instandhaltung und den Betrieb der städtischen Liegenschaften wie Rathäuser, Schulen und Kindergärten. Den Vollzugswärter der Stadt Plochingen und kümmere mich um Sicherheit und Ordnung in der Stadt. Vor allem um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Und der ist für Sie. Ich bin der Amtsbote der Stadtverwaltung Plochingen. Ich sorge dafür, dass kein Brief verloren geht. Durch meine Arbeit bei den Stadtwerken Plochingen stelle ich sicher, dass das Trinkwasser in jedem Haushalt zur Verfügung steht. Ich bin Zugführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Plochingen. Die Bevölkerung zählt auf unsere schnelle Hilfe, wenn es darauf ankommt. 365 Tage, 24 Stunden. Plochingen ist eine faszinierende und lebendige Stadt. Als Beigeordnete und Kämmerin darf ich ihre Zukunft mitgestalten. Meine Verantwortung sind die Stadtfinanzen und so übe ich täglich den Spagat zwischen den Pflichten, den Wünschen und dem Machbaren. Eine spannende Herausforderung. Das sehe ich genauso. Ich beschäftige mich mit Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung für die Stadt Plochingen, war zuvor 25 Jahre in der freien Wirtschaft tätig. An meiner Arbeit schätze ich die Vielfalt der Themen und die Sinnhaftigkeit der Inhalte. Ich bin die Leiterin des Personalamts und unsere Hauptaufgabe besteht darin, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Stadt Plochingen zu finden, die am Ende auch gut in unsere Teams passen. Bitte schön. Danke. Ich bin die Vorsitzende des Personalrats der Stadt Plochingen. Ich vertrete zusammen mit meinem Team die Interessen der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber. Unsere Arbeit ist wichtig, weil sie für ein gutes Arbeitsklima sorgt. Ich leite das städtische Kulturamt und ich freue mich sehr, bei meiner täglichen Arbeit Kunst und Kultur erlebbar machen zu können. Ich bin für die Stadtentwicklung in Plochingen zuständig. Als Stadtplaner gestalte ich die Zukunft der Stadt. Ich arbeite in der Plochingen Info. Hier bekommen alle Informationen zur Stadt, zum Freizeit- und Tourismusbereich. Bei uns in der Plochingen-Info gibt es viele Plochinger Souvenirs, regionale Produkte und eine große Auswahl an Angeboten rund um Hundertwasser. Bitte schön. Dankeschön. Ich leite die Stadtbibliothek und bei uns kann man über 20.000 Medien ausleihen, davon alleine über 16.000 Bücher. Bei uns sind alle herzlich willkommen, egal ob groß oder klein, und können Bücher, CDs, Filme und vieles mehr ausleihen. Bitte schön. Danke. Ich bin Kindergartenleitung bei der Stadt Plochingen. Ich konnte meinen gesamten beruflichen Werdegang von der Sprachförderkraft hin bis zur Kindergartenleitung hier in der Stadt Plochingen gehen. Das ist und war für mich nicht selbstverständlich und das bedeutet auch großes Vertrauen. Ich studiere Verwaltungswissenschaften und war Praktikant bei der Gemeinde Altbach, bei der Stadt Stuttgart und bei der Stadt Plochingen. Plochingen war einfach ideal. Ich hatte wirklich das Gefühl, etwas bewegen zu können. In der Digitalisierung arbeiten wir daran, den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst breites und digitales Angebot an Dienstleistungen anzubieten. Gleichzeitig sind wir mit sämtlichen Kolleginnen und Kollegen im Haus in Kontakt, um Arbeitsabläufe umzudenken, neu zu strukturieren und so ein angenehmeres Arbeiten zu ermöglichen. Und was ist Ihnen wichtig? Für mich als Leiter des Hauptamtes und als Wirtschaftsförderer ist wichtig eine Arbeit, die Sinn macht. Eine Arbeit, bei der man etwas gestalten und bewegen kann. Es ist eben keine Arbeit, die an der Gewinnmaximierung orientiert ist, sondern eine am Gemeinwohl. Also es geht um die Steigerung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt.
Als gebürtiger Blochinger setze ich mich täglich für meine Heimatstadt und die Menschen, die hier leben, ein und gebe Impulse für wichtige Entwicklungen, um so Blochingen durch die schwierigen Veränderungsprozesse der heutigen Zeit zu führen. Entscheidend hierfür ist mein Team. Ich bin stolz auf meine rund 375 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich engagiert und kompetent dafür arbeiten, dass Blochingen eine attraktive Stadt zum Wohnen und Arbeiten ist. Nur so können wir die hohen Erwartungen unserer Bürgerinnen und Bürger erfüllen. Wir sind Blochingen aus Leidenschaft. Wir freuen uns auf Sie.